Moin Moin liebe Leute und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des Spiels Hannover 96 in FC Schalke 04 bei Let's Play FIFA 60er Modus mit dem FC Schalke 04 beim Hansa-Fan. Zusammenfassung warum, werde ich euch demnächst erklären. Auf jeden Fall geht's rein. Schalke zuletzt mit ganz wichtigen Niederlagen, beziehungsweise mit Niederlagen in wichtigen Spielen. Liverpool in Euroleague rausgeflogen, dann im Pokalfinale zwar eingezogen, aber in der Bundesliga wichtige Punkte auf die Champions League Playoffs verfehlt, nämlich mit der 1-0-Niederlage zuletzt gegen Leverkusen zu Hause. Und jetzt ist man zu Gast bei Abstiegskandidat Hannover 96. Hier haben wir das Spiel im Fokus, Klasse Hüntteler, 13 Saisontore bereits erzielt. Er wird natürlich im Fokus stehen bei den Hannoveranern, die gleich mal hier im Hintergrund ordentlich Alarm machen. Und jetzt ist mal hier die Aufstellung. Alles andere rundherum dieses Let's Play erzähle ich euch zu gegebenen Anlass. Jetzt ist mal hier Ziel natürlich im Tor, dann Kolasinac, Schalker, Marcelo, Hoffmann, Saka in der Viererkette, Andreasen in der Mitte. Die kompakte Defensive der Hoferaner soll ja also verhindern, dass man weiter in den Abstiegsstrudel gerät. Dann die Schalker mit Fährmann natürlich im Tor, dann Kaysara, Matip, Hövedes, Hector in der Verteidigung, Bergwijn heute über rechts, Geis und Baselli die gebote Zentrale, Meier über links, vorne drin, Hüntler und Sané. Und daher auf ins Spiel. Hannover bekommt die erste Aktion hier. Das ist Sakai, Benchop zu Andreasen und dann ist es Edgar Pripp. Wieder Kiyotake und der Schuss von Andreasen. Fährmann hat den Ball sicher und dann so ein schlappiger Abschwurf von Fährmann und Benchop mit der ersten Riesenmöglichkeit. Wir machen einen Sprung, Viertelstunde ist rum, Schalke übernimmt langsam das Spielgeschehen. Hector hier auf Meier, Meier zu Hüntteler, der wunderbar weiter gleich zu Johannes Geis und Zieler. Braun-Robert Zieler, der deutsche Nationalkeeper im Tor von Hannover 96 hier mit einer Glanztat. Klasse pariert, zuvor klasse rausgespielt von Meier, Hüntteler und in der abschließende Johannes Geis. Anschließende Ecke, ungeschnitten diese Szene. Klar, der Mann für Standards Johannes Geis bei Schalke und dann kommt Leroy Sané an den Kopfball ran. Nächste Glanztat von Braun-Robert Zieler. Und die nächste richtig dicke Möglichkeit für Schalke hier in Führung zu gehen. Daraufhin nochmal eine Ecke. Wieder Johannes Geis. Diesmal rausgeköpft. Aber wird noch gefährlich. Baselli. Matip zu Bergwijn. Das ist Steven Bergwijn und nochmal Zieler. Drei Glanztaten innerhalb von 5 Minuten hier in der HDI Arena. Klasse pariert diesen Schuss von Steven Bergwijn, dem wirbeligen Holländer über den rechten Flügel bei Schalke. 25 Minuten rum, dann mal wieder Hannover mit dem Abschlag, aber Hövedes fängt ihn ab. Hüntteler, wunderbar gespielt zu Johannes Geis. Dietmar zieht er in die Mitte rein. Der Ball rauscht am Langpfosten vorbei. Nächste gute Möglichkeit für S04 in der ersten Halbzeit. Hätten eigentlich schon eine Führung verdient gehabt, auf jeden Fall. Kurz vor der Pause gibt es nochmal eine Szene. Meier ist das hier. Superselli, Bergwijn, Meier, Hüntteler. Das ist wieder Bergwijn. Pass abgefälscht. Dann kommt trotzdem noch ran. Auch der Pass abgefälscht. Das ist wieder Bergwijn. Und nächste gute Möglichkeit. Zieler, Star, Bergwijn. Hätte euch direkt abschließen müssen. Aber einen hatte Schalke noch vor der Pause. Matip zu Baselli. Baselli raus zu Kaysara, Flanke kommt, abgewehrt, das ist wieder Bergwijn und Hoffmann fälscht da gerade noch so ab. Das war die letzte Aktion vor der Pause, Schalke, die klar dominierende Mannschaft, hätte alles schon längst führen müssen hier in Hannover. Sprung in die zweite Halbzeit, lange passierte nichts, 70. Minute dann mal, Bergwijn, Johannes Geis, abgewehrt von Marcelo. Baselli kommt noch ran, wieder Johannes Geis. Baselli, Doppelpass mit Sané, klasse gespielt. Bergwijn und Meier. Da war es mal wieder, lange ist die Partie abgeflacht. Dann kam Schalke mal wieder hier, knappe Viertelstunde vor Schluss, zurück ins Spiel. Das war es dann aber noch auch von Chancen für Schalke. Hannover konnte etwas für Entlastung sorgen, wollte aber eigentlich nicht mehr als dieses 0-0. Dann mal hier Johannes Geis, der den Ball nicht richtig erläuft. Hannover ließ viel den Ball laufen in den eigenen Reihen in der zweiten Halbzeit. Tat kaum was für den eigenen Angriff. Dann mal hier 80. Minute, Sobich auf Uwe Bech, der eingewechselte Norweger.
rennt da Meier und Hector davon. Flanke kommt in die Mitte. Und dann ist es Pripp mit der Chance und Fermer mit der Glanztat auf Seiten der Schalker. Letzte Szene der Partie. Uffe Pech nochmal über die rechte Außenbahn. Flanke abgewehrt von Hector. Hövelis zu Meier. Dabei ist der Fehlpass. Andreasen mit der Eroberung. Sakai. Hector dazwischen, aber nochmal Andreasen. Andreasen zieht in die Mitte. Leon Andreasen! 91. Minute. Hannover macht das 1:0. Und Schalke stürzt weiter in die Krise. Hector zwar dazwischen, dann Andreasen zieht in die Mitte. Hövenes macht nichts. Fährmann rechnet damit gar nicht erst. Klasse gemacht vom Dänen. Und das 1:0 für den abstiegsbedrohten Club aus Hannover. Schalke über 90 Minuten eigentlich die klar bessere Mannschaft, die dominierende Mannschaft, vor allem in Halbzeit 1 mit etlichen Möglichkeiten. Hier allerdings fahren sie eine weitere knappe Niederlage ein, die mal sowas von unnötig ist. Und damit rückt die Champions League. Die Champions League Playoffs vor allem in weite Ferne. Schalke muss jetzt aufpassen, dass sie nicht sogar noch die Europa League verspielen. Sicherlich hat man noch ein Hintertürchen mit dem Pokalfinale in der Hand. Allerdings sollte man trotzdem schon die Bundesliga vernünftig zu Ende spielen. Zumal Hansa-Fans sich ja auch verabschieden wird vom FC Schalke 04 nach dieser Saison. Wir haben es ja geklärt. Da können wir jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen. Die Europameisterschaft steht ja an mit der Schweiz. Wir sind Schweizer Nationaltrainer. Die wird nach und nach laufen natürlich auf jeden Fall. Allerdings werden wir mit Abschluss des Pokalfinales hier die Saison quasi offiziell beenden mit Schalke und dann den neuen Karrieremodus anfangen. Ich habe ja schon angekündigt, was meine Favoriten sind. Hertha und Tottenham sind die größten Favoriten. Da werde ich auch leider nicht Liverpool noch mit in die Auswertung mit reinnehmen, in die Verlosung sozusagen. Eine Tendenz habe ich schon. Eins kann ich schon mal sagen, ich tendiere dazu, mir was Neues auszuprobieren. Mehr sage ich da erstmal nicht zu. Ansonsten, ja, nächste Folge wird es auch nochmal eine kurze werden. Nämlich nochmal eine Zusammenfassung, warum und weshalb, will ich dann in einem kurzen, ja, in einer kurzen Vlog-Passage erklären. Das war es dann hier erstmal von heute mit diesem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Es ist aber allerdings aufwendiger, solche Videos zu produzieren, muss ich ehrlich sagen. Aber Daumen nach oben, Adblock aus, Abo dalassen, haut rein, Hansa-Fan. Ciao, ciao.